Hier ein paar Fakten der IGBCE zum Thema Vertrauensleute und Tarif. Tarifverträge gehören zu den wichtigsten Gestaltungsmöglichkeiten von guter Arbeit und Vertrauensleute sind wichtige Akteure in unserer Tarifarbeit. Vertrauensleute haben dabei viele Aufgaben. Sie informieren, beteiligen, entscheiden, mobilisieren und erklären. Und das alles in einer Tarifrunde. Klingt gut, aber was heißt das genau? Vor, während und nach den Tarifrunden sind die Vertrauensleute erster und bester Ansprechpartner, um sich über anstehende Themen und Verhandlungsstände zu informieren. Vor den Verhandlungen sind es die Vertrauensleute, die unsere Mitglieder in den Betrieben an der Diskussion zur Forderungsempfehlung beteiligen. Während der Verhandlungen planen sie Aktionen und sorgen für Beteiligung, um den Forderungen Nachdruck zu verleihen. Sie beschließen auf der Grundlage der Diskussion zu einer Forderungsempfehlung eine betriebliche Forderung, übermitteln sie an die Tarifkommission und gestalten damit die tatsächliche Forderung mit. Alle 4 Jahre entscheiden die Vertrauensleute darüber, wer in der Verhandlungskommission die Interessen der IGBCE-Mitglieder vertritt. Bei Bedarf sind es die Vertrauensleute, die zu Aktionen, Demos oder aber in letzter Instanz zum Streik mobilisieren. Wenn ein Tarifergebnis zustande gekommen ist, sind es die Vertrauensleute, die einen Abschluss erläutern und komplexere Tarifverträge mit betrieblichen Gestaltungsmöglichkeiten zusammen mit den Betriebsratsgremien umsetzen. Aber auch außerhalb von Tarifverhandlungen gestalten Vertrauensleute Tarifpolitik durch Beteiligung an Konferenzen und Diskussionsveranstaltungen entwickeln sie Ideen und Ansätze für anstehende Herausforderungen. Also lohnt sich ein Gespräch über deine Vorstellungen von guter Arbeit jederzeit. Entweder für die nächste Tarifrunde oder für die betriebliche Arbeit. Aber am Ende besteht auch hier die wichtigste Aufgabe darin, viele Beschäftigte von diesem Teil der VL-Arbeit zu überzeugen und sich so zwar mehr Engagement abzuverlangen, aber zeitgleich auch als IGBCE an Stärke im Betrieb zu gewinnen.